Interpunktion ist mein Fetisch. Eine Team-Rallye ist im Gang. Alle Fahrer teilen sich in zwei Teams, auf die gegeneinander antreten. Und jeder, der nicht Team Luigi nimmt, ist ein grausamer Verlierer. Ich habe das letzte Mal auch schon Luigi genommen, also nehme ich ihn jetzt wieder. Ich bleibe einfach loyal und treu. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich bin in der Rangliste auf 1. Ich hatte irgendwie 2100 Punkte Vorsprung, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe. Das hat sich entweder nicht geändert oder es hat trotzdem noch gereicht. Ich weiß nicht, der andere hat irgendwie tagelang nicht gespielt, der zweite Platz. Ja, jetzt werde ich erstmal wieder zugehauen hier, ne? Ja, guck mal, der hat gar nicht mehr gespielt. Es war sogar ein bisschen mehr als 2100. Bin ich nicht der krasseste Typ der Welt? Wir haben eine ganze Menge neue Strecken. Wir haben N64 Marios Rennpiste, wir haben GBA Luigis Piste und wir haben die Waluigi Arena. Auf die freue ich mich am allermeisten. Erstmal müssen wir aber, glaube ich, loslegen mit der Rennpiste, denn die kommt hier gerade als allererstes. Und sie ist, ja, das hier ist alles Mario, ne? Das wird jetzt natürlich ein bisschen interessant, das hier zu picken. Ich habe mich auf die Team-Saison hier jetzt wieder gefreut. Ich habe bisher nur eine davon mitgemacht und ich habe sie als sehr gut empfunden. Vor allen Dingen, weil, wenn dein Team gerade das Bevorzugte ist, du auch ein bisschen mehr von den Medaillenmünzen kriegst. Und ich farm gerne die Medaillenmünzen. Ich habe mich da manchmal so ein bisschen festgehangen an den Röhren im Medaillenshop. Habe die manchmal auf 500 als Preis hochgespielt. Und ja, sie haben ein Limit. Irgendwann zählt er runter. Aber darüber reden wir nicht, ne? So, Marios Rennpiste. Mal wieder auch, ne? Ich habe gesagt, N64 Luigis Rennpiste kommt vielleicht in den Booster Streckenpass. Aber vielleicht kommt ja diese hier, jetzt wo sie in Tour ist. Jetzt ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Varieté da drin. Das sieht ganz interessant aus. Ich hoffe allerdings inständig, dass sie diese hier nehmen statt Luigi. Also ich habe Luigi nur vermutet, weil sie halt schon in Tour war. Und ich meine, ja, es ist nochmal eine N64-Rennpiste. Jetzt, wo das hier auch in Tour ist, nehme ich lieber das hier. Es ist eine deutlich kuriosere und coolere Strecke. Gab es zwar halt auch schon in Mario Kart Wii, aber wenn es danach ginge, gab es die Luigi-Rennpiste in MK7. Entsprechend macht das auch keinen großen Unterschied. Und ich bin sehr froh, dann doch einfach was zu haben, was pistenmäßig ist und sich zumindest von anderen Pisten unterscheidet. Ich meine, ja, wir können nochmal eine GBA-Piste kriegen. Aber so krass unterscheiden die sich nicht voneinander. Die königliche Rennpiste, die wir jetzt in MK7 haben, haha, Snipe, MK8 meine ich natürlich, die ist zwar auch ganz cool, aber Marios Rennpiste hat halt nochmal so einen eigenen Flair, ne? Ansonsten, wir können auch gerne noch eine Gamecube-Piste reintun, aber damit rechne ich irgendwie nicht. Weil was gäbe es da? Luigi's Circuit vom Gamecube, ziemlich ähnlich zu N64 Luigi's Rennpiste. Nur, dass man sich halt entgegenkommt, statt dass die Wände in der Mitte abgetrennt sind. Ansonsten hat das auch nur halt zwei lange Kurven, am Anfang und am Ende. Und was gibt's sonst noch? Was gab's noch? Die Marius-Piste. Die war nie so wirklich mein Favorit. Die ist cool, die ist abwechslungsreich, aber ich habe die nie gemocht. Ich weiß nicht warum. Ich habe die mit Mario Kart Wii kennengelernt. Ich habe sie dann in Double Dash ein, zwei Mal gespielt und sie konnte mich nie von sich überzeugen. Marios Piste X, die da zu sehen ist, ist, soweit ich weiß, nicht neu. Also das hier müsste die DS Marios Piste sein. Ansonsten hier direkt RX, ne? Direkt reinballern. Es ist jetzt hier so ein Ding. Ich würde gerne einen meiner Level 2 Fahrer nehmen, aber okay, wir nehmen den Luigi-Männchen-Kollegen hier, weil sonst kriege ich keine Medaille. Warum auch immer ich diesen Gleiter auf Level 6 habe, ne? By the way, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der so hochgekommen ist. Ich glaube, ich habe vereinzelt Sachen auf Level 5 und sonst alles maximal 4 oder 3. Keine Ahnung, was da abgeht. Ah Gott, okay. Das ist jetzt R und X gleichzeitig, also doppelte Umstellung. Sieht interessant aus. Ich mag die Strecken, wo du in der... Oh, es geht auf die Röhre, wo du in der zweiten Runde eine andere Route ein bisschen nimmst. Also eine... Ja, was heißt andere Route? Aber einen anderen Ort lang fährst und da oben auf die Röhre zu gehen, ist eine ganz coole Idee. Das würde halt zum Beispiel, das würde es nicht im Booster-Streckenpass geben. So schade das auch ist, das würde es wahrscheinlich so nicht geben, einfach weil ich auch gar nicht denke, dass sie einen rückwärts fahren ließen. Oh, da ist schon jemand in meine Banane gefahren, darauf war ich nicht vorbereitet. Oh ja, das ist hier sehr cool, den Sprungpilz da, oder den Pilz zum Sprungpilz zu rekontextualisieren. Ey! Okay, das ist auch sehr cool. Das geht in keinem anderen Mario Kart, oder? Auf den Goomba springen und dann von ihm abprallen? Müsste jetzt das erste Mal in Tour gehen. Sonst wird man ja einfach nur getroffen, wenn man reinfällt. Soweit ich weiß. Das hier ist ziemlich cool. Da kann mir keiner was sagen. Oh, und es geht jetzt auf eine andere Route? Oder war das gerade eben schon so und ich habe nicht aufgepasst? Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Aber halt auch nur ein bisschen, ne? Ey!
weil ich aber sehr so gut auf die Streaks achte, ne? Ihr sagt mir, by the way, auch immer, ja, acht mal mehr auf die Streaks und sowas. Ja, ich weiß, aber beim ersten Mal spielen, und das ist ja das, was ihr seht, will ich erstmal mich auf die Strecke einlassen. Möchte so ein bisschen gucken, was gibt's denn hier? Was hat die denn so für Features und Eigenheiten? Und dann, wenn ich irgendwann die Rangliste grinde oder sowas, dann achte ich spezifisch auf die Streak. Also seid da bitte nicht zu böse mit mir. Wir haben verloren. Ey, das ist nicht schön. Alter, selbst der Mii-Cup ist voll mit Mario. Mario hier, Mario da, was soll denn das? So, das hier ist jetzt Luigi's Piste X. Das ist auch GBA Luigi's Piste X. Okay, die steht auf der Liste. Ich muss so ein bisschen nachgucken. Es gibt so viel Marios Piste und Marios Rennpiste in diesem Spiel mittlerweile. Warte mal, habe ich jetzt einen Luigi-Fahrer genommen? Ich kann einen Luigi-Fahrer nehmen. Keine Ahnung, ob ich es getan habe. Level 2, ja, ich nehme lieber den Blooper als den Kugelwilli, glaube ich. Ich muss immer so viel gucken, das hat mich ja das letzte Mal schon irgendwann genervt. Ich weiß gar nicht, bei welcher Strecke das genau war, dass es die ganze Zeit diese Kürzel vorher nicht gibt. Warum steht da nicht GBA und SNES und alles dran? Bowsers Festung war das, da hat mich das so gewurmt. Ich muss jetzt immer doppelt gucken und ich erkenne ja auch die Thumbnails noch nicht so easy, ne? Oh Gott, ultra steile Gitterrampe, das wird interessant. Das ist ja so eine Strecke, die möchte ich nicht in Nacht Deluxe sehen, ehrlich gesagt. Ich meine, ja, die ist ganz cool, aber das Gimmick ist irgendwie nur Regen und ich mag regnerische Strecken nicht. Tut mir leid, bin da kein Fan. Das waren die drei sinnvollst verwendeten Panzer ever. Oh, drifte doch. Hilfe, er driftet nicht. Oh Gott, die Kurven. Okay, erstmal dran gewöhnen. Das ist nicht so eine YOLO-Strecke hier scheinbar. Ach komm schon, ich krieg den nicht. Jetzt aber. Mario-Team-Anhänger. Schämen muss man sich ja für solche Menschen, dass die überhaupt mit mir in einer Software koexistieren dürfen. Ja gut, das Layout ist ganz nice, aber das hier, was soll das? Das ist jetzt nicht mal einfach nur stumpfer Gitterrampen-Hate von mir. Es ist einfach völlig, das Layout sieht einfach dumm aus. Das hätte auch jede andere Straßentextur sein können in dem Fall. Oh, jetzt habe ich gerade eine Streak am Laufen. Die müssen wir aufrecht, ja, so viel dazu. So viel zum Aufrechterhalten. Kommt davon, wenn man Level 2 Gleiter nur hat, glaube ich. Oder was hatte ich da? Ah, drift. Oh Gott. Level 2 Gleiter, ich bin das nicht mehr gewohnt, ne? Ich versuche immer sicherzustellen, wenn ich einen Ranglisten-Cup vor mir habe, dass da auch ein Level 3 Gleiter drin ist oder mindestens mal Level 2. Aber in den meisten Fällen wird das eher knifflig. Ich will ja auch nicht unnötig Rubine rauspfeffern. Komm, nimm die Münze. Nein, nimm noch die Münzen mit. Ah, Gott. Ich bin normalerweise nicht so schlecht, wie es hier aussieht. Ich schwöre es euch. Und ich glaube, wir verlieren auch schon wieder. Guckt euch mal an, wie viel Mario da in den Top 4 ist. Ja, gut. Die X-Variante, sie war sehr vollgestopft, fand ich. War schwer zu fahren, aber naja, ich glaube, sie hätten sich was Besseres einfallen lassen, als das, was sie getan haben. Luigis Rennpiste ist nicht neu, also machen wir... Oh, die Waluigi Arena X ist als nächstes. Da freue ich mir. Ich möchte hier nicht rein. Ah, das Spiel hält einen so oft auf. Ich meine, danke für die 10 Rubine, aber ich habe nicht gefragt. So, Waluigi Arena X. Was ist das für ein Waluigi-Kostüm? Ist das neu? Warum habe ich hier nur ein Level 3 Gleiter mit... Gleiter. Level 3 Gleiter. Hm? Nenne die Fehler in diesem Satz. Oh, hier habe ich ein Level 3 Gleiter. Mann, Stufe 3. Es ist so dumm, ich sag immer Level 3, 1 oder 2, wenn ich auf die Zeilenhöhe mich beziehen will. So, Waluigi Arena X, das ist eine Strecke, der verzeihe ich das, wenn hier Gitterrampen sind, weil das ist eine Arena, hier passt das rein. Sieht es so aus, als würden wir die zweite Runde was anderes fahren? Ja, da oben sind, ja, da ist eine andere Plattform. Das kommt häufiger vor, als ich dachte. Ich dachte, das sei voll die Uniqueness, aber ist es scheinbar nicht. Okay. Das ist jetzt wieder so eine Strecke. Hier ist, glaube ich, so Non-Stop-Serienmäßig relativ viel Potenzial. Ah, ich dachte, das macht einen Stunt. Das macht einen Stunt, Digga. Da macht man einen Stunt. Oh, ich brauche schnell was. Ach, das sind Münzen. Ja, okay. Passt schon. Hier ein bisschen hin und her. Warte, wir müssen nochmal hier die für den Streak-Kram nehmen. Zwei der Münzen ist okay. Man macht teilweise an Stellen keinen Stunt, wo ich einen vermuten würde. Sehr interesting. So, da fehlt die Plattform, die es in 8 Deluxe gibt, ne? Habt ihr das gesehen, Leute? Ja, so, jetzt hier kommt die zweite Route. Boah, da muss man aber ganz gut langziehen. Ich habe gerade im letzten Moment erst gesehen, dass ich noch eine Red Shell hatte. Das hätte schief gehen können.
So. Nein, 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 nein. Oh, da wurde ich panisch. Da wurde ich panisch. Wir halten, glaube ich, gerade eine Non-Stop-Streak, oder? Eine Non-Stop-Serie. No less. Jetzt nicht mehr, oder? Doch, die hielt noch. Die hielt noch. Nein, 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 nein. Ich brauche... Danke, ich brauche einen Pilz. Oh, bis zu der Münze hält die doch niemals. Ich krieg sie nicht mal. Nein, sie ist gerissen. Nein. Mein armes Leben. Aber das ist Non-Stop-mäßig auf jeden Fall möglich. Ich weiß nicht, ob das je zu einem Ranglisten-Cup wird. Ich gehe nicht davon aus. Eigentlich beim letzten Mal oder irgendwie häufig ist es der erste Cup halt. Und dann der dritte oder so. Und das ist ja jetzt der Mii-Cup. Das ist der zweite, ne? Keine Ahnung, ob der zum Ranglisten-Cup wird. Bin gespannt. Bleibe gespannt. Und gehe hier raus. Moment mal, das wundert mich jetzt gerade. Rückwärtsrennen versus 100. Was? Ist das neu? Ich kenne die Riesenrückwärtsrennen. Aber Rückwärtsrennen versus 100? Ja, und halt diese... Oh Gott, nur 30 Sekunden. What? Okay. Ich glaube, ich verstehe das Konzept. Das ist doch neu. Das habe ich noch nie gesehen und noch nie davon gehört. Muss ich in Erfahrung bringen, ob das neu ist? Aber bisher... Ah, Moment mal, die Zeit erneuert sich regelmäßig, wenn ich den zehnten, wenn ich 10 Plätze überhole. Okay, also es ist gegen die Zeit mit... Geht das auf 30 zurück einfach? Ja, es geht auf 30 zurück. Nein, ich habe keinen Stern mitgenommen. Ich bin ein schlechter Mensch. Das ist cool. Das ist ein cooler Modus. Oder eine coole Missionskategorie. Egal, unser Timer hat sich resettet. Mehr von sowas, bitte. Das ist doch super. Ich hab Bock. Jetzt ist natürlich die Frage, wird es schwerer, die Leute hier wegzudeuen? Das tut ja fast, hat ja fast keinen Unterschied. Aber da könnte man bestimmt irgendwie, oh, warum driftest du nicht, die Dings nehmen. Die krassere Abkürzung. Oh, jetzt kommen Kugelwillis. Jetzt kommen Kugelwillis. Ja, es wird, ich weiß nicht, ob es schwerer wird oder ob ich einfach mich anstelle teilweise. Jetzt mit dem Kugelwillis ist es auf jeden Fall nicht ganz so schwer. Wir haben jetzt wieder 30 Sekunden und ja, da vorne ist schon der 20. Jetzt ist natürlich die... Okay, die nehmen mir die Itemboxen auch gar nicht weg. Okay. Ja, dann ist es vielleicht doch ein bisschen Endurance-mäßig. Schade, ich dachte, es wird jetzt vielleicht schwieriger von Mal zu Mal. Aber das scheint recht linear gleich zu bleiben. Vielleicht jetzt ganz am Ende einmal, aber sieht nicht so aus, ehrlich gesagt. Oder gibt es jetzt keine Items mehr in den letzten 10? Ja, da vorne schon der erste. Die fahren auch recht langsam. Die fahren gefühlt 100 CCM und nicht 150, so wie ich. Und zack. Ich nehme jetzt mal an, die Sterne, die man kriegt, hängen davon ab, welche Position man erreicht. Irgendwie Top 50, ein Stern, Top 25, ja. Boah, 80. musst du nur werden. Ja, gut. Ich wünschte mir, sie hätten es ein bisschen kniffliger gemacht, dass die Leute weiter auseinander sind, je weiter du nach vorne kommst, dass eine Schwierigkeitskurve da ist. Aber ich mag das Konzept. Bin ich sehr happy mit. Der Shy Guy Cup hat nichts Neues zu bieten, soweit ich das sehe. Dieser Cup hat auch nichts Neues zu bieten. Okay, hier ist die normale Waluigi Arena und die normale Luigi Piste. Gut, haben wir wieder Material. Luigi hat sogar hier einen coolen Fahrer, nämlich mich. Und ich nehme Coins, glaube ich. Ist eh der Level 3 Gleiter. Warte mal, kann ich das hier? Ja, wer weiter das mal. Was soll's denn schon schaden? So, die normale Waluigi Arena. Ich denke nicht, dass die sich krass unterscheiden wird von der X-Variante. Die ist ziemlich nah an der 8 Deluxe-Variante dran. Nur, dass die Gleiter, nee, nicht die Gleiter, die Gitter am Ende fehlen, die beiden. Hier ist mein Take. Ich habe eine Online-Diskussion oder einen Tweet mitbekommen, dass die Grafik hier besonders schrecklich sein soll. Und ich meine, wenn überhaupt, sieht das hier nach einer guten 8 Deluxe-Strecke aus, die sie halt in Mobile-Natur umgeformt haben. Ich finde, die Grafik ist okay. Der Screenshot sah deutlich schlechter aus als das, was ich jetzt hier sehe. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, es ist Tour, es ist nicht nur ein Mobile-Game, sondern es soll auch auf möglichst vielen Mobile-Geräten laufen. Das ist jetzt nicht irgendwas, was dafür bekannt ist, High-End-mäßige Geräte brauchen zu sollen. Also ich bin voll fein damit, wie das aussieht. Ihr jetzt auf YouTube, ihr seht das Videomaterial nicht in originaler Qualität. Das geht einfach nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste. Die iPhone-Aufnahme ist nicht so geil. Also ich bin da nicht zufrieden mit. Viel Kompressionsartefakte und alles mögliche, aber ich finde keinen besseren Weg. Auf dem Smartphone selber, ich habe das iPhone 13, es sieht
super aus. Es sieht schön scharf aus. Generell die Texturen. Ja, es sind halt Mobile-Texturen, ne? Was willst du machen? Es sieht clean aus. Ich kann mich nicht beschweren. Da sah es früher deutlich schlimmer aus. Also da haben sie sich wirklich verbessert. Von dem, was ich in Trailern gesehen habe, die Stadtstrecken sind halt immer noch ihr eigenes Thema, ne? Aber sowas jetzt hier, ich mag's. Ich mag's. Ich werde positiver und positiver gegenüber Tour, aber das liegt auch daran, dass sie das Spiel halt wirklich besser machen. Die Zeit, in der ich das nicht gemocht habe, war halt noch mit dem ganzen Gacha-Kram. Es gab kaum nennenswerte Inhalte, es war alles ziemlich langsam. Jetzt, ich meine, wir haben alleine 3 neue Strecken plus Varianten in dieser Tour. Das ist schon bemerkenswert. Und die letzte Tour hatte ja auch schon, ich weiß nicht, mindestens zwei neue Strecken plus halt Varianten. Er überholt mich einfach. Ich bin mir gerade schon gar nicht mehr sicher, was war denn die letzte Tour? Ich habe die rauf und runter gespielt diesmal und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was die neuen Strecken waren. Das ist gerade ein bisschen peinlich, ein kleines bisschen. Ich glaube Peaches Piste vom GBA. Und es muss noch, ja, die V-Daisy-Piste. Genau, war ja die Prinzessin in Tour, nicht wahr? So, und Luigis Piste. Ich hätte direkt auf weitergehen können. Stattdessen muss ich mir jetzt hier angucken, wie ich 5 Treffer mit Bananen erzielt habe und 50 Münzen dafür bekomme, eine Reihe gelöst zu haben. Ich bin ja so stolz auf mich. Ey, Luigi Level 5. Was willst du machen? Den habe ich auch irgendwann mal gelevelt. Ich weiß nicht mehr wann. Kann nicht so lange her sein, sonst würde ich mich nicht mehr dran erinnern. Luigis Piste? Jetzt ohne irgendwelche X-Varianten. Zeugsachen. Ja, guck mal, das sind halt wirklich... Das sind aber geile Kurven. Also die sind schwer für Tour. Das ist eine schwere Tourstrecke, dass ich das mal sage. Ich bin häufig nicht so angetan davon, dass Tour alles sehr runterbricht. Also viele Missionen vor allen Dingen sind halt so gestaltet, dass du sie im Prinzip perfekt lösen kannst. Dieses Fahren durch Ringe beispielsweise ist halt... Ah, es ist nicht schwer, alle Ringe zu erwischen. Nicht im Entferntesten, selbst wenn man die Position noch nicht kennt. Aber das hier ist eine knifflige Tourstrecke, wo man wirklich aufpassen muss, wie man driftet und fährt. Schade. Das ist ziemlich nice. Das war mein eigener, oder? Fühlt sich gut an. Was machen denn meine Luigi-Kumpanen da auf Platz 6, 7 und 8? Ich glaube, es hackt. Was macht ihr denn da? Was sollen Ditte? Hat der noch eine Rachel an seinem Buckel? Ich weiß es nicht. Ich schieße einfach. Ah! Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Da fahre ich direkt rein. Das war Schnuffel! Wie kann mir Schnuffel denn sowas antun? Das ist nicht schön. Wehe, du nutzt deine Hupe. Wir sind in einem Team, Minjung. Aber die Leute haben sich zusammengerissen. Jetzt ist Mario ganz hinten. Ich würde gern... Ich musste. Ich wollte, dass es auf den Mario geht. Es tut mir so leid. Hilfe. Ach, was ich by the way auch gemacht habe, wo wir hier gerade schon sowieso so ein bisschen unser Kaffeekränzchen haben, ist, ich habe den Online-Modus mal ein bisschen ausgetestet. Und ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht mal den ein oder anderen Online-Part zwischendrin machen soll. Ich meine, es könnte für ein bisschen Abwechslung sorgen, dass nicht nur alle 1-2 Wochen so ein Tour-Video kommt, wo ich nur die neuen Strecken zeige. Sondern so zwischendurch kann man ja auch mal ein bisschen experimenteller werden. Yay, Punkte für mein Team. Marios Rennpiste R. Ja, guck mal, haben wir doch direkt wieder was. Warum ist eigentlich... Warte mal, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Guckt mal, wie klein die Font hier ist von den normalen, von den bisherigen Strecken. Oder auch hier, Luigis Rennpiste. War das gerade ein Bug? Guck mal, wie groß hier die Texte für die Rennpisten sind. Hä? Ist das ein Fehler? Das kann doch gar nicht, oder? Hier ist alles ganz normal. Na gut, der Cup ist noch nicht fertig. Das ist doch strange, oder? Bin ich der Einzige, der das merkwürdig findet? Moment. Ist eh kein Luigi-Fahrer dabei. Rest in peace an mich selber. Nehmen wir mal ein neues Kart. Hier, by the way, der Gleiter, ne? Der hier. Den habe ich gekauft mit Rubinen. Ja, ich habe es getan. Ich habe diese Tour habe ich jetzt nichts mit Rubinen geholt. Ich muss gleich mal gucken, was überhaupt im Shop ist. Das mache ich sonst ja immer am Anfang. Und jetzt habe ich es komplett vergessen. Aber ja, ich habe mir einen geholt, weil ich brauchte auf Schneeland X, ich weiß nicht mehr, ob das letzte Tour war, muss eigentlich, einen Gleiter. Ich hatte nur einen Level 1 Gleiter. Dann habe ich mir einen geholt. Das muss man halt sagen. Ich bin immer noch Free-to-Play. Ich plane nicht, das kurzfristig zu ändern. Vielleicht irgendwann, wenn Tour mich wirklich komplett vom Hocker haut mit irgendwelchen krassen neuen Sachen, dann investiere ich auch mal in den Goldpass. Aber solange ich immer nur mal reinschnuppere, abhängig davon, was gerade diese Tour abgeht, sehe ich das noch nicht ganz ein, die Entwickler dafür zu belohnen. Aber ich habe wirklich immer genug Rubine, die nächste Tour wieder. Selbst wenn ich mal weniger spiele. Um halt, jetzt in diesem Fall zum Beispiel, kann ich, relativ chillig
mir einen Fahrer holen, wenn ich den bräuchte. Ich habe irgendwie 140 Rubine jetzt oder sowas. Also man muss wirklich nur gucken, die Rangliste einigermaßen gut abschließen. Muss ja nicht mal Platz 1 sein. Wenn die Rangliste etwas höher ist, kriegst du ja auch schon genug Rubine auf Platz 2 und 3. Und dann so ein bisschen spielen, dass die Missionen durchgelevelt werden im Prinzip. Das schon... Ey, man kriegt da sogar einen Stunt, wenn man rückwärts drauf geht. Nice. Man kriegt wirklich mittlerweile ganz gut Rubine. Die sind weniger rar gesät als früher. Seit das Gacha-Element rausgenommen wurde, sind die damit wirklich... Die Preise sind höher geworden, aber ich finde, die sind auch großzügiger mit den Rubinen. Oder ich bilde es mir gerade ein. Sie nehmen einen nicht aus. Es hat immer noch, das ist halt immer noch ein bisschen pay to win. Aber so traurig das ist, das liegt so ein bisschen in der Natur der Plattform einfach. Das ist eine richtig grausame Punktzahl, by the way, hier, oder? 7000? Ist das mit meinem Equipment, meinem Level okay? Ich glaube, das waren jetzt alle neun Strecken bisher. Ich habe 159 Rubine. Dann schnubbeln wir mal kurz in den Shop. Und dann schaue ich mal, ob ich da irgendwas finde, was mir gefällt. Wir können ja sogar schon ein bisschen was von den Medaillen machen. So, hier, Mario Samurai. Neu an Fahrern ist nur der Goldritter Luigi. Den es aber scheinbar erst nächste Woche gibt. Ansonsten hier bei den Highlights ist auch nichts Krasses. Monty Maulwurf Mii Outfit. Ah ja, guck mal, Mii Outfits, der ist neu, Monty Maul, und der Waluigi Mii Outfit Stuff ist neu. Aber gibt's den hier gerade irgendwo? Kommen die denn? Hier kommen die. So, das ist Kumu Mii. Okay, du bist Eiscreme Mii. Wem's gefällt. Warum bist du ausgerechnet limitiert, dich rabattiert? Dich habe ich schon. Was soll das? Ui! Okay, der Medaillenshop ist sehr üppig diesmal. Letztes Mal war der fast leer. Ich nehme auf jeden Fall immer mal wieder hier die Tickets mit. Selbst die hier, Itembox-Tickets. Ich hatte mal irgendwie 300, jetzt habe ich nur noch 240. Ich nutze die ganz gerne, muss ich zugeben. Level ich dich jetzt ab, dann bist du Level 3 oder kaufe ich mir... den kann ich mir gar nicht leisten. Okay, Level up. Let's go. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass ich gerade so ein bisschen durch den Shop dümpel. Ah, da kommen wir wieder in die böse Sektion rein. Sonst gibt's, glaube ich, jetzt nicht viel mehr, was sich noch lohnt zu zeigen, ne? Ich hole noch meine Geschenke ab. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns bestimmt jetzt diese Tour mal ein bisschen öfter. Denn mich hat so ein bisschen das Fieber bekommen. Ich bin zwar immer noch kein Tour-Liebhaber, aber es bietet doch recht viel, wenn man sich drauf einlässt. Das möchte ich zugeben. Das ist Character Development, ihr habt richtig gehört. Ach Gott, ich muss die hier regelmäßiger abchecken. Ja, du kriegst trotzdem noch kein Geld. Erstmal lobe ich dich noch ein paar Wochen und dann vielleicht. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, lass nichts anbrennen. Oh, scroll doch dahin. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.